anders als Socken. Zum Beispiel Frau, Schule, Arbeit und Kind. Doch wir sind mächtig stolz darauf, dass wir Gamer sind. Hey, klick, der Rechner geht an, das ist Feeling pur. Ich liebe meinen Rechner, meinen Monitor, meine Maus und Tastatur. Der Bildschirm geht an, der Rechner fährt hoch, es dauert wieder, Mann. Noch einen kleinen Moment, dann geht es los, dann bin ich auf der Datenautobahn. Gamer sind geil, weil wir haben Spaß am Leben. Gamer sind geil, weil wir immer Gas geben. Gamer sind geil, und das, meine Lieben, lassen wir uns nicht nehmen. Ja, hallo liebe User-Gemeinde, Zocker-Gemeinde und Abonnenten. Ich begrüße euch wieder hier bei mir beim Spawn 0705. Ja, angekündigt war eigentlich gegen 15 Uhr oder 15:30 Uhr. Da ich auch noch ein paar hauswirtschaftliche Arbeit tätigen musste, wurde es ein bisschen später. Wir haben es jetzt 17:08 Uhr und ich werde bis 18:30 Uhr streamen. Klein vorneweg. Morgen wird es wahrscheinlich ein bisschen früher werden, also direkt eher, ich denke mal so gegen 14 Uhr, wenn alles klappen sollte. Und das nächste ist, bevor ich loslege, ist zwar unten in der Leiste, ist ein Schriftzug, da könnt ihr mal selber entscheiden, was ihr mehr sehen wollt. Und bei mir auf der Facebook-Seite zum Beispiel ist reingeschrieben von, was weiß ich, beim nächsten Mal beim Sea Hunter, könnt ihr mir zum Beispiel eine Aufgabe zuteilen, was weiß ich, ey Spawny, leg mir einfach mal ein Wildschwein oder so, oder ein Reh oder fünf Rehe, wie auch immer. Könnt ihr mir das zum Beispiel in Facebook oder halt mir auf meinen Twitch-Kanal oder halt also oder auf dem YouTube-Kanal in den Kommentaren reinschreiben oder schreibt mir das privat zum Beispiel. Je nachdem, wie ihr das machen wollt. Gut, ich habe mir gedacht, wir zocken heute mal ein bisschen den Landwirtschaftssimulator 2015. Beim letzten Mal dabei gewesen, das eine Feld, die Nummer 2, abzufarmen. Und da gibt es ja wirklich einen wunderbaren Bug. Das Feld gehört mir nicht, aber ich kann es trotzdem kleinhexen. Ich habe das ein bisschen den letzten paar Tagen gemacht. Und ja, warum kein Livestream? Weil halt immer das bloß immer so Kleckerweichen war von, was weiß ich, mal eine Stunde oder eine halbe Stunde zum Beispiel. Hat sich nicht viel gelohnt. Ja, bei Battlefield habe ich auch mal ein bisschen mal gezockt. Ich habe da jetzt endlich mal geschafft, bei der M98B den Entfernungsmesser und das 40er Scope zu machen. Habe auch gleich mal einen Rekord gebrochen vom weitesten Kopfschuss. Das waren 976 Meter gewesen. So. Gut. Ich will euch nicht lange aufhalten, euch langweilen. Wir legen einfach los beim Landwirtschaftssimulator 2015. Bis gleich. Gut, dann starten wir mal. So, sonst gibt es eigentlich nichts Neues bei mir. Das übliche Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ist halt ein bisschen bescheiden. Oh, ich sehe gerade, die Kamera, die steht noch nicht so, wie sie sein soll. Ne, falsche Richtung. So ist besser, denke ich mal. Ja, Karriere. 9.333 Euro haben wir drauf. Geleistet habe ich mir jetzt schon den großen Drescher von Case oder Fendtwurst, glaube ich, gewesen. Mit den 12 Meter Schneidewerk. Tja, direkt Felder angebaut, das werden wir heute machen. Mal gucken. Wir haben oben, glaube ich, die Nummer 12 gehabt, die uns gehört, also die Zahl war grün. Mal schauen, ob wir das abernten können oder heute müssen sie neu einpflanzen. Mal schauen. Weggekrobert oder weggepflügt ist es dann eigentlich schnell. Boah.
Die Ladezeit ist natürlich. Ja. Was ich auch gesucht habe, ist zwar, ich habe es auch nicht gefunden, und zwar, man kann ja schon mal Kühe kaufen. Aber wo werden die gelagert? Ich habe es bis heute noch nicht gefunden. Also, vorgestern wurde gesagt. Habe es noch nicht gefunden. Man kann zwar Kuhställe kaufen, aber wo direkt das erste Ding ist, wo die Kühe hingehen, noch kein Plan. Und die Millionen, das dauert. Jetzt dann brauchen wir natürlich Zeugs. Und je mehr man Hexegut verkauft, das weiß jeder von uns, sinkt der Preis und das ist scheiße. Ja, wir schauen einfach mal. Sagt, der erste Weg gegangen wird dann halt sein oben an der 12. Mal gucken, weil das ist ein ziemlich großes Feld. Mal schauen, ob wir da irgendwas machen können. Jo. Na komm, lodge aus. Gucken, was wir saufen mitnehmen sollen. Ja, also, ich zeige euch mal das ganz kurz. Das ist der Standarddrescher, den wir als erstes hatten. Das ist der Traktor, der ja gerade irgendwo rumsteht. Ja. Und das ist halt der Drescher, den ich mir geleistet habe, den Case 2. Gleich den großen, der hatte glaube 380.000 gekostet. Ich würde einfach mal sagen, wir probieren es einfach mal. Ach so, wir können ja Google Mais ernten. Wir können ja gar kein Mais ernten. War denn das jetzt aber das mit I? Ja, mit I war das. Der 11, die zeigt mir 0 an. Machen wir einfach mal den Test. Irgendwo hatte ich doch den Gruber gehabt. Wo war denn der? Das Mähwerk. Das war der Überladewagen. Die Saatmaschine. Genau. Nehmen wir die Saatmaschine mit. Ich steig wieder ein. Raus, rechts rum und dann links rum. Gut. Ist doch nicht wahr.
Weg ist bloß ziemlich lang. Was kostet denn eigentlich dieses Schneidewerk? Gucken wir da einmal klar nach, wie viel, weil dann brauche ich nämlich ja nicht so weit. 76.000. Die sind eigentlich ziemlich schnell. So ist denn. Das war nämlich klar. Das ist das Kuriose. Wir haben hier ein Feld, aber hier sehen wir nichts. Setz mir doch einfach mal an. Na gut, dann hexen wir das mal weg. Ja, da kriegt man wenigstens ein bisschen Stroh ran, wenn es auf an die, na, gewachsen ist. Aber eigentlich könnten wir ja die anderen arbeiten lassen. Voll der Bug hier, ey. Also durchfahren, da wird nicht abgeerntet. Das ist eine Scheiße hier. Nicht so hier, mein Freund.
verstehe, okay. Gut, machen wir erstmal eine Runde. Da stellen wir die anderen wieder ein, da können sie wieder ja das Zeug abenden von der 2 von dem Feld, das uns nicht gehört. Und wir machen hier dabei weiter. Ein Zuschauer, ich grüße dich. Willkommen bei mir auf dem Kanal. Ende der Karte hier. Das ist so beschissen, dass das hier nicht wirklich. Naja. Viel Platz hier. Und da war der Zuschauer. Tja. Ich bin halt noch ziemlich unbekannt. Aber das liegt halt daran, halt wegen zeitmäßig. Ich habe ein reales Leben, ich gehe 7 Tage lang durcharbeiten und habe dann mal 2 Tage wieder frei und dann wieder 7 Tage lang durcharbeiten. Es ist nervig, aber es tut man ja fürs Geld. Irgendwie muss das alles bezahlt werden.
drehe meine Runden und das sind ein paar Stunden. Naja. Gerade mal eine halbe Stunde vergangen. Und seit bis 18.30 Uhr mache ich. Länger geht es leider nicht bei mir. Da bei mir die Nacht gegen 1.30 Uhr nämlich zu Ende ist. Und so. Gegen 3.30 Uhr anfangen. Bis um 12. Nach den neuen Schichten her jetzt. Frühschicht. Erst mal eine Runde machen hier. Da stelle ich die anderen ein, da können die Silage Hexe gut abernten. Kriegen wir Geld neu. Aber ich glaube nicht, dass wir hier nur vorgefertigt was rauskriegen. Und irgendwie muss ja das Abgut hier auch bezahlt werden. Ja, die Map ist schon ganz schön böse. Die andere Frage ist ja, ob man das Teil benutzen kann, ob das jetzt nicht bloß geht. Das würde mich mal interessieren. Templand. Aha. Ich grüße dich. Hallo. So, erste Runde haben wir geschafft.
So. Wir einen ganz kurzen Stopp und stellen mal das hier drüben ein. Genau. So, Water jetzt. So, da könnt ihr nämlich das Zeug verkaufen. Mir geht es super. Und dir? So, wo ist das jetzt? War das jetzt hier der Start? Gucken wir mal. So, MAN fahren wir noch fix rüber. Und da ist er. Ist er wieder draußen. Schade eigentlich. Na komm rum mit den dicken Hintern. So. Warum ich das gerade gemacht habe, ist, es liegt nämlich noch ein Bug drin. Und zwar, wenn man als erstes das machen tut, kommen die Abfahrer nicht an dem Rohr dran und das Ding, besagt der Helfer, reagiert nämlich nicht. Ja, das ist lästig. So schnell. Macht denn der?
Ach, kann ja nichts werden. So. Nochmal, was so schön war. Pixel, das haben wir drin. Macht nichts, wieso macht der nichts? Ich muss das selber an der Hand anlegen hier. So. Sag mal Jungs, was macht denn ihr für eine Scheiße? Ey, mal mit Profis arbeiten hier. Wie ich es liebe.
Keine Ahnung. Ach, jetzt kommst du oder was? Jetzt geht's. Gut. Dann können wir jetzt hinten weitermachen. Dieser Bug, der kotzt mich selber an. Wie die Pest. So ist es. Boah, das Feld ist echt riesig.
Tja, so ist das. Wenn ihr natürlich auch Lust habt, mitzuzocken, bei mir zum Beispiel, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich lade euch dann bei mir im Teamspeak mit ein. Da sind die Mod-Pakete mit drinnen. Ihr müsst euch was runterladen und dann können wir zusammen zocken. Ich würde sagen, wäre cool, also ich wäre nicht immer schon nicht alleine. Und man hat natürlich mehr Spaß auch dort zu zweit. Na Jungs, was ist denn los? Was seid ihr da hinten? Steckt im Verkehr fest. Okay, ich schieb die Kohle weg. Und dann muss ich jetzt auch. Sehen wir nichts ein bisschen mehr hier. Gut, das heißt also, wir müssen noch eine große Dünger, Streuer oder Sprühmaschine holen. Erstmal brauchen wir Kohle und einen guten Lagerbestand, falls mal eine große Umfrage kommt. So, gleich gibt's Geld.
könnte ein bisschen sein. Ich größer. Größe gibt es nicht, das ist schon die größte. Z-Maschine. So, dritte Runde. So, Geld rennt. Sehr schön. Und machen ein Plus von 9.359 €. Das ist schon mal gut. Das letzte Mal, wo wir gestreamt hatten, war es ja ziemlich lustig gewesen, wo ich gespielt hatte. Und zwar, ich muss sagen, ich wohne in einem Eigentumshaus. Nicht meins eigenes, sondern es halt von meiner Frauchen halt. Ja, das Problem ist, ich war sowas vertieft in dem Spiel, dass ich ziemlich spät mitbekommen habe, dass eine Maus hier in dem Raum, wo ich hier zocken tue, rumgefleucht ist und ist dann halt oben bei mir, diese Säule, die man hier so sieht, hochgeklettert in dem Loch. Das sieht man ganz am Ende vom Let's Play. Das ist auf dem YouTube-Kanal bei mir oben. Auch unter Spawn 7.5. Also, ja. Einige meiner Freunde haben sich das angeguckt und die haben sich weggeschmissen vor Lachen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, mir ging die Pumpe. Nicht wegen Angst oder sowas, nein, sondern es halt durch diesen die Schrecksekunde, die war ja extrem. Bis jetzt habe ich sie nicht mehr gesehen. Ist auch eigentlich gut so. Testen, wie schnell ich fahren kann, ohne dass die Spur abreißt. Ja, schon bei 18 km/h. 19. 20. Da geht nicht, höchst maximal ist 19. Okay. So, 18.03 haben wir es jetzt schon. Die Zeit, die ist weg wie nichts. Stunde schon gestreamt.
Naja, sagt, morgen ist mehr Zeit. Hoffe ich mal. Zum Donnerstag. Hälfte der Woche schon mal geschafft. Ich muss hoffen, dass ich am Samstag frei habe. Hängt das schon wieder hier? Wenn man kein Geld reinkommt. Das ist noch ein kleiner Bug. Oh nein.
viel Geld rein. Ein Zuschauer, ich grüße dich. Stehen doch schon wieder dort hinten, oder? Nee. 28.000 haben wir jetzt schon wieder von 8.000 noch was raus gewesen, wenn wir gestartet sind. Wird doch, läuft doch. Und der zweite Zuschauer, ich grüße dich. Schläft der Arsch ein, das gibt's doch nicht. Also wenn ihr wollt, ihr könnt mir auch schreiben. Ich beiße nicht. Und kratzen auch nicht. Und da waren sie wieder weg. Kann man nichts machen.
hat er recht. Ah, okay. Da kommt Leute Geld rein. Achtung! Ja! 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ja, 440.000. Das Maisschneidewerk.
noch meine Leute. Die hängen natürlich wieder. Ach, wie ich es liebe. So kommt nie Geld rein, wenn sie sich jedes Mal streiten. Wer sagt, ich wende zuerst? Nein, ich wende zuerst. Total lästig. Mann. Zwei Zuschauer wieder. Ich begrüße euch bei mir auf dem Stream. Dies wird leider da nicht mehr lange gehen. Circa noch Pi mal Daumen. 10, 15 Minuten. Aber es geht morgen wieder weiter, wenn alles klappen sollte, ab 14 Uhr bis 18 Uhr, wenn alles klappen sollte. Da kommt wieder Geld rein. Sehr schön. Nudelclown, ich danke dir für dein Follow, das freut mich sehr. Du bist die Nummer 13. Morgen geht's weiter, ich denke mal ab 14 Uhr. Ich denke mal, ich werde ungefähr jetzt noch Pi mal Daumen 10, 15 Minuten noch streamen. Danach muss ich leider aufhören.
weil ich mich dann fertig machen muss für morgen früh, weil die Nacht ist gegen 1:30 bei mir zu Ende. Frühschicht. Ich würde es freuen, wenn du morgen gleich dabei bist, wenn es zeitlich passen sollte. Ich denke, es wird dann morgen ungefähr auch wieder bis 18.30 Uhr gehen. 18.30, 18.45, mal schauen. Was brauchen wir denn noch für das Schneidewerk? Oh, ich will gleich das große haben. 49.000. Ne, ich brauche das große hier. Das hier. 76.000. So, wo haben wir denn die Spritzen? Die Spritzen. Hier haben wir die Spritzen. Oh, 29.000. Kapazität 1920 Liter. Ich sehe auch nichts. Sagt die Gülle. Du bist denn gleich so ein fettes Teil. Arbeitsbreite 15 Meter. Gülle fast auffüllen. Aha. Gülle haben wir noch nicht. Da fehlen uns die Kühe. Und die Kühe können wir erst holen, wenn wir natürlich so einen beschissenen Kuhstall gekauft haben. Also müssen wir uns mit den Arbeitsbreite 26 Meter, sehe ich das gerade richtig? 8200 Liter. Oh, das macht es nicht gerade einfach. Oh, 1900 Liter ist gar nichts. Ja, jetzt habe ich das scheiß Teil gekauft. Ich date. Oh, na gut, okay. Dann haben wir jetzt das Teil. 26 Meter, warum nicht? Jo, das nächste wird das neue Schneidewerk sein. So, gut. Bis 40 mache ich jetzt noch. Ich hoffe, dass das Geld reicht. Wenn nicht, muss ich selber Hand anlegen. Beim Dreschen. Schau mal. Oh, mein Fresse.
habe jetzt schon die fünfte Bahn hier gezogen und ich sehe immer noch keinen. Irgendwie sind wir verarschen. Mir fehlt so ein Mucki. Ach man. Scheiße, frühzeitiges Aufstehen immer, das ist so nervig. Naja, morgen ist wieder rum. Der nächste Zuschauer ist da. Ich begrüße dich herzlich. Der Livestream wird nur noch 7 Minuten gehen. Danach muss ich leider beenden. Aber morgen geht es natürlich weiter. Ich denke mal so gegen 14 Uhr. Wird Start sein, wenn alles klappen sollte, bis 18.30 Uhr, 18.40 Uhr so der Dreh. So, wann kommt's Geld? Nein. Dauert noch ein Geld. Würde die Lieferung dort noch mal ab. Kann ich vielleicht noch eine Runde fahren? Wir könnten ruhig ein bisschen schneller arbeiten. Hat Wasserpunkt erreicht, sehr schön. Und jetzt bitte weiterfahren, damit ich ganz schnell Geld reinkriege. Stoppen, machen wir morgen weiter. So, gehen wir mal aus. Switchen wir noch rüber, warten ab, bis er das Ding abgeliefert hat. Da ist er. Ja.
Stopp. So. Nicht aus. Da braucht noch eine Weile. Abfahrer entlassen. Na, wo ist er? Ja, so. So, warten wir den ab, bis er abgeladen hat und dann. Tun wir mal Landwirtschaftswindel beenden und dann geht's morgen weiter. Definitiv. Wenn alles klappen sollte. Nicht so wie heute. Geplant war eigentlich heute auch so gegen 14, 15 Uhr. Was macht denn der hier? Aber durch häusliche Arbeiten, da ich in der Eigentumswohnung mitwohne, musste ein bisschen was gearbeitet werden. Dadurch hat sich das verschoben auf 16:45, was nicht geplant war. Tja. Ach, so schön, die Leute zuzugucken, wie sie arbeiten. So, los, lade ab den Mist. Es gibt Geld. Ja, heute 11.461 Euro. Das haben wir schon mäßig Gewinn gemacht. Einnahme Ernte 52.000. Okay, Betriebskosten Fahrzeuge 196. Gebäude 1 Euro. Was ist ja Gebäude? Ich habe doch noch kein Gebäude gekauft. Gut. Okay, das haben wir schon. Gut, lassen wir den zurückfahren zum Wegpunkt. Ist schon. Mich ärgert auch, dass jedes Mal die Zeit so schnell rum ist, obwohl man eigentlich was geplant hat. Und dann kommen sie immer auf den letzten Drücker. Naja. Oh, komm schon, meiner, du kannst ruhig ein bisschen schneller fahren. Das machst du gar nicht, du kannst noch bloß 30, aber wie? Dazu sage ich jetzt nichts. Willst mich doch verarschen? Wendekreis, Start. Geschwindigkeit. Könnten wir ruhig ändern. Der schafft eine 50 oder sowas. Und duckelt hier mit einer 30 lang. Ich glaube, das Biko. Ach Mann. Tja, gut. Die 3, die gehört mir. Die hier, ja? Du fahrst noch so weit raus. Gut.
Okay. So. Dann tun wir mal speichern, überschreiben. So. Gut. Düngerstreuer haben wir gekauft. Das finde ich super. So. Gut, Leute. Sagt euch du jetzt den Stream hier an der Stelle beenden. Und wenn alles klappen sollte, geht's dann morgen weiter. Gegen 14 Uhr. 14:30 Uhr. Ich kann es nie wirklich sagen, weil jedes einfach nicht, was dazwischen kommt. Und wird dann gegen 18:30 Uhr oder halt jetzt gegen 6:45 Uhr gehen. Landwirtschaftssimulator oder halt was ihr gerne möchtet, was hier unten in der Liste drin steht. Schreibt einfach in die Kommentare rein oder schreibt mir privat. Jo. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, dass ihr mit dabei wart. Die Folge wird auf dem YouTube-Kanal bei mir nochmal hochgeladen und bei Facebook kommt dann auch nochmal der Link rein. Alles gleich, Leute. Ich bedanke mich. Ciao. Euer Spawn 0705.